Boah, ich wollte gerade. Was? Was zum Teufel? Und der Computer entscheidet sich, das Ding dann wegzuschießen für einen 4-Goal, obwohl ich an der 6 bin. Spiel, willst du mich verarschen? Hey Madden-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zu einer weiteren Madden-Franchise-Folge hier auf meinem Kanal. Wir sind in der Woche 9, treffen heute zu Hause auf die Buffalo Bills und die sind mit einer Negativserie, kommen die zu uns. 2 Siege, 5 Niederlagen, bei uns sieht das komplett andersrum aus. Wir haben 5 Siege und nur 3 Niederlagen. Freunde, also heute können wir einen weiteren Schritt machen. Wir spielen donnerstags, also heute Color Rush und ist komplett in der Farbe des Vereins gekleidet. Also Freunde, wir können heute einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs machen. Also für uns wird es sicherlich richtig schwer, den Division-Sieg zu holen. Also müssen wir es über die Wildcard versuchen. Die Defense mit dem ersten Stop. Also wir kommen aufs Feld, haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Steht immer noch 0-0, erster Drive. Und wir fangen gleich mal mit einem schnellen Pass-Play an. Direkt über Enunwa und er fängt das Ding, macht dann nochmal ein paar Yards. Also 18 Yards das Ganze. Hier sehen wir es, letzte Woche in Week 8, 5 Receptions, also 5 gefangene Bälle für 99 Yards. Also unser Go-To-Guy ist in diesem Fall auch unser Nummer 1 Receiver in Enunwa. Und heute versuchen wir auch mal, und das muss man eigentlich in jedem Spiel, nämlich das Runplay mal zu etablieren. Den Ball zu Matt Forte und der macht gleich mal wieder Minus-Yardages. Also das Passplay ist schwer in Gang zu bringen, also nicht das Passplay, das Run-Game ist schwer in Gang zu bringen, einfach weil das ja komplett der CPU macht. Also Freunde, wieder über den Pass, da muss der Peter nochmal wieder ein raushämmern und vielleicht auch heute mal wieder ohne Interceptions in und war und das Ding ist sogar abgefangen, das gibt's doch gar nicht. Gleich im dritten Play von diesem Drive ist die Offense wieder vom Feld. Ja, ist natürlich leichtes Spiel für die Bills Offense. Ich hab's mir schon fast gedacht. Also, direkt mit dem Touchdown und dem PAT. Also 7-0 das ganze Wahnsinn. Das ging ja relativ fix hier. Aber die Defense, die scheint mir wachsam zu sein. Aber der Stewart, der fängt dieses Ding da, Freunde. Alter, das war aber ein geiles Ding. Hier sehen wir noch eine Wiederholung. Ich rolle nach rechts raus und da ist Stewart. Der Ball fällt einfach perfekt, kriegt dann den Hit und kann den Ball zum Glück festhalten. Also da haben wir richtig gut die Yards gemacht, Freunde. Dasselbe versuchen wir jetzt immer im Quicksland. Das sieht so aus, als würde das funktionieren. Und nun war hier wieder mit Yards. Also 7 insgesamt. Und auch wenn es eben nicht geklappt hat über Matt Forte, müssen wir es trotzdem immer noch versuchen. Sonst wird das zu einseitig und zu einfach für die Buffalo Bills Defense, wenn wir hier nur über den Pass kommen. Also wieder das Play über Matt Forte. Aber ihr seht es, es ist wirklich schwer. 2 Rushes und minus 2 Yards das Ganze. So, 3. und 3, jetzt wird es natürlich Zeit, den First Down zu markieren und das Spiel hier wieder auszugleichen. Sieht nach einem Blitz der Bills aus. Nicht ganz, aber trotzdem das First Down geschafft. So, 1. Quarter ist auch schon um. Was war eigentlich das Problem heute oder in dem Spiel bis jetzt? Eigentlich nur diese verdammte Interception, dieser Tipped Ball, der quasi von der Brust von Enunwa einmal nach oben geschlagen worden ist. Und dann die Interception. So, jetzt vielleicht mal. Jetzt sind wir an der 16-Yard-Linie der Bills und haben auf der linken Seite Matt Forte stehen. Jetzt kommt ein Halfback-Screen-Play. Der Ball kommt zu Enunwa. Der fällt vor sich. Und da ist er. Touchdown für die Jets und Matt Forte. Der kann nicht laufen, der kann aber verdammt gut den Ball fangen und danach Yards gut machen. Und hier sehen wir das nochmal. Hat seine Vorblocker und dann kann er das Ding für 6 eintüten, Freunde. Also, wenn der PAT jetzt noch sitzt,
So ist es, dann steht es Ausgleich, also 7-7. Und die Bills mit 3 Punkten auf dem Board. Ja, 2 Minuten 21 hier in der ersten Halbzeit bleiben uns noch, um dieses Spiel hier wieder in unsere Richtung zu drehen. Also Play Action. Und ja, dann ist der Defender zur Stelle. Zum Glück konnte ich den Ball rechtzeitig loswerden. Aber das ist doof, denn wir wollen ja Yards machen. 2. und 10 also. Die Defense bis jetzt hat gezeigt, was sie kann. Richard Rodgers auf der rechten Seite. Und das sehe ich gut aus. Wir haben jetzt schon 101 Yards. Gut. Also, so Matt Forte, bitte, 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 Digga. Brech mal jetzt mit dem ISO-Play voll da rein. Das heißt, Fullback voraus. Und so, dass wir diesen 1 Yard schaffen. Also, das sollte doch drin sein. So, Handoff zu Matt Forte und das sieht gut aus, das Loch ist offen und da macht er gleich mal ein paar Yards. So, jetzt heißt es aber No Huddle Offense. 1 Minute 50 sind noch auf der Uhr. Und da ist er komplett blank, der Stewart, aber in diesem Fall kann er die Pille nicht festhalten. Eben mit einem sensationellen Catch für über 60 Yards das Ganze. Aber hier zeigt er uns doch mal wieder, dass er Wackelfinger hat, dass er das Ding nicht festhalten kann, weil er bestimmt wieder zu viel Butterpopcorn gegessen hat. Freunde, so, 2. und 10. Und da ist Enunwa komplett offen, da war die Zone frei zwischen Safety und Linebacker. Und das haben wir natürlich ausgenutzt, weit und breit auch kein Cornerback. So, jetzt sind wir schon über der Mittellinie. Vielleicht jetzt mal ein Pass nach außen übers auf Stewart, um die Uhr vielleicht auch mal anzuhalten. Der Ball kommt und keine Ahnung, vielleicht kann er nur die spektakulären. Die einfachen Dinger kann er nicht, habe ich zumindest so das Gefühl. Zumindest ist die Uhr jetzt angehalten. Wir schicken alle mal nach rechts mit dem Pass und hoffen einfach nur, dass der Ball jetzt nochmal gefangen wird. 3 Timeouts haben wir noch. Und das lange Ding. Und dann, nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Stewart, der hält das Ding nicht fest. Und wie offen der war, wie offen der war. Kann das Ei aber nicht festhalten, Freunde. So, und jetzt 3. und 10. Jetzt ist es extrem wichtig, dass wir hier mit dem First Down kommen. Aber da ist der Sack, da war nichts frei für uns. Das hat die Defense gut gemacht. Wir müssen vom Feld, wir müssen punten. Und ja, so wie es aussieht, machen die Bills sogar noch Punkte. 31 Sekunden bleiben uns noch auf der Uhr. An der 25. Ja, ein Touchdown und die ganze Sache wäre wieder ausgeglichen. Vielleicht klappt das jetzt noch. So, Pass zu Anderson. Timeout genommen. Zumindest in die Field Goal Range kommen. Das sieht ja alles noch relativ machbar aus. 23 Sekunden, 2 Timeouts und an der eigenen 43-Yard-Linie. Wir müssen den Ball schnell loswerden, denn da kommt der Defender sowas von auf uns zu. So, wir nehmen uns natürlich jetzt Zeit für den Play, denn die Uhr ist angehalten, der Ball ist auf dem Boden. Also, den Blitz, den können wir nicht gut standhalten. Also, das habe ich jetzt ein, zwei Mal richtig oft gemerkt, dass es uns irgendwie schadet, wenn wir einen Blitz bekommen. Die O-Line ist nicht besonders gut, die wir haben. Aber wir müssen das Beste draus machen, Freunde. So ist das eben. Kann nicht immer alles haben, aber da ist wieder Enunwa. Enunwa hat Feld vor sich und da ist eine Flagge. Da ist eine Flagge. Und ich hoffe, die geht gegen die Defense. Wir warten mal ab. Face Mask. Alter, Defense. Jawohl. Jawohl. Wir sind an der 14 und haben noch 2 Timeouts. 13 Sekunden auf der Uhr. Freunde, das wird jetzt nochmal ein richtiger Krimi hier. Enunwa, Enunwa! So, 6 Sekunden noch an der 1-Yard-Linie. Boah, ich wollte gerade... Was?
Was zum Teufel? Und der Computer entscheidet sich, das Ding dann wegzuschießen für einen 4-Goal, obwohl ich an der 6 bin. Spiel, willst du mich verarschen? Was? Egal, zweite Halbzeit, wir haben den Ball. Aber das konnte ich jetzt gar nicht verstehen. Wir hatten noch 6 Sekunden auf der Uhr. Locker Zeit für einen Quarterback-Sneak an der 1-Yard-Linie. Und McDonald hier, der fängt den Fumble auf. Also ich bin immer noch sprachlos, was das für ein Play-Calling gerade war. Richtig hässlich. Ohne Witz. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Aber das habe ich gar nicht verstanden. Es wäre locker noch Zeit gewesen für ein Play. Und da gehst du für den Touchdown. Da gehst du dafür. Da machst du gar nichts anderes. So, Paul kommt zu Stewart. Und Stewart, der macht ein paar Yards. Der macht ein paar Yards. Der ist immer noch da. Alter Schwede, der läuft und läuft und läuft. Wie geil ist das denn? Schon 214 Yards hier. Und wir sind schon an der 26-Yard-Linie wieder mal der Bills, Freunde. Durch Stewart, der zweimal richtig gezeigt hat, was er kann. Aber der trotzdem Butterfinger. So, Rollout. Stewart, ach, das war von mir viel zu früh geworfen. Mist. Da konnte Stewart nichts für. Das war kompletter Quarterback-Fehler. Da habe ich den Cut zu spät, nee, zu früh nicht beachtet. So, passt nochmal zu Forte. Den fängt er sauber, aber kann dann nicht mehr so viel rausholen. Dritter und 4 jetzt das Ganze. Ihr fragt euch sicherlich, Peter, warum kommst du mal jetzt nicht wieder mit einem Runplay? Freunde, das klappt einfach nicht. Und jetzt gerade in so einer wichtigen Situation wie Dritter und 4, das kriegt der Computer nicht hin. Und ihr habt die Entscheidung eben gesehen. Die kann man gar nicht nachvollziehen, so schlecht wie die sind. So, Stewart mit dem Catch, First Down. Und jetzt können wir vielleicht mal über Matt Forte laufen. Wir versuchen es zumindest. Und hoffen, dass der Digger jetzt mal hier mal reinläuft. Ey, komm schon. Das sieht komplett voll aus. Deswegen ändern wir den Spielzug. Und es war die richtige Entscheidung, meine Damen und Herren. Und der Stewart mit dem Dive. Und der hat heute gezeigt, der kann unser Go-To-Guy werden. Wenn der nicht immer so viele Drops hätte. Und hier macht das aber stark. Wir sehen es nochmal. Hier fängt er den Ball und mit dem Dive nach vorne. Ganz klarer Touchdown. Und hier führen wieder 17 zu 13. Die Defense auch gleich mal wieder mit einem Stop. So, jetzt geben wir Matt Forte doch nochmal den Ball in die Hand. An der eigenen 28-Yard-Linie. Eine Minute im dritten Quarter sind es noch. So, und Matt Forte zum ersten Mal in diesem Spiel mit positiv Yards. 4 Rushes, 7 Yards. Das ist jetzt nicht allzu gut. So. Wir machen nochmal einen Screen Pass auf den Matt Forte. Das sieht gut aus. Das sieht nämlich hier ganz stark nach einem Blitz aus. Oh nein, und ich werde die Pille nicht los. Das war scheiße. Dritter und 18. Das war richtig doof. Also, da habe ich die Pille echt nicht loswerden können. Die Defense ist aber auch stark, ey. Also, das ist keine einfache Defense. Die ist schon auf jeden Fall gut am Start. Aber wir haben uns gut auch zurückgekämpft. Wenn man sagen kann, ja, am Anfang die Interception hätte vermieden werden können. Und das haben wir eigentlich gut weggesteckt. So, jetzt mal aufpassen. Nochmal der Blitz und der Ball zu Enunwa. Das ist das Spiel von Enunwa. Diese Dinger fangen genau zwischen die Defender. Also Passing Offense sind wir komplett Rang 27. So, vielleicht nochmal über einen Laufspielzug. Enunwa heute 125 Yards auch schon. So, Handoff zu Matt Forte, der hat den First Down. Und ist das der erste First Down von Matt Forte im Laufen? Nein! Zweiter und 1, aber Matt Forte, der darf heute auch nochmal schön für einen Yard uns das First Down markieren. Hoffe ich zumindest. So, das sieht gut aus. Wieder Matt Forte mit einem schönen Juke-Move an dem Defender vorbei. Und jetzt macht es Klick in der Offense. 2 Minuten 40 sind es noch eigentlich hier.
Wir bleiben jetzt dabei bei dem Laufspielzug, Freunde. Wir führen mit 4 Punkten. So. Wieder Handoff zu Matt Forte. Und das Loch war komplett offen. Ich weiß nicht, warum er da nochmal zum Defender gegangen ist, aber wieder mal 4 Yards. Die Uhr läuft schön weiter. Er ist jetzt angehalten worden. Injury Timeout war es wohl. So, Matt Forte wird dann da gelegt, macht keine Yards. 3rd and 7, Freunde. Den müssen wir jetzt machen. Das ist extrem wichtig, weil wir müssen hier mit Punkten vom Feld gehen. Puh, ja, ist nicht so einfach auf jeden Fall. 2-Minute-Warning ist auch schon am Schlüssel. Puh, ey, Freunde, ich bin gerade ein bisschen am Sweaten, muss ich sagen. 2 Minuten noch, führen mit 4 Punkten. Wenn wir einen Field Goal zumindest machen, wären es 7, aber wir wollen den Touchdown gerade in dieser Situation. Wir haben massig Platz vor uns. Das ist der First Down. Und noch die Uhr angehalten. Also perfekt. Sehr gut gemacht, das Ganze. Und da tanze ich direkt mal hier. So, und jetzt wird es mal wieder Zeit, Matt Forte den Ball in die Hand zu drücken, sodass er laufen kann. Die Uhr angehalten wird. Und aber auch gut geblockt von den Receivern. Macht wieder 4 Yards. Und jetzt müssen die Bills natürlich, und ihr seht es auch, die müssen die Timeouts nehmen. Die müssen die Uhr anhalten. So, dass sie vielleicht nochmal oder Hoffnung haben, den Ball zu bekommen. Wieder Handoff zu Matt Forte. Es reicht nicht für einen First Down. 2 Yards wieder. Aber wieder muss Buffalo die Uhr anhalten. Und ich werde jetzt im 3rd Versuch, Freunde, ihr seht es richtig, ich werde laufen. Aber das sieht nicht gut aus hier. Deswegen werde ich mich doch nochmal passen. Oh nee, schlechte Entscheidung, Matt Forte den Ball zu geben. Ja, egal, wir müssen raus. 4 Goal ist gut und wir haben den Ball wieder. Ja, nice. Jetzt heißt es einfach nur, die Uhr runterlaufen lassen. Wir haben direkt den Ball intercepted und sind schon wieder in 4 Goal Range, Freunde. Das Ding erstmal out of bounds werfen, damit wir ja nicht den Sack riskieren. Ist aber dumm eigentlich. Wir sollten jetzt eigentlich jetzt hier die Uhr weiterlaufen lassen. Denn das wird auch letzte Timeout. Letzte Timeout. Der Bills. Nee, Freunde. So, letztes Timeout genommen von den Bills. 20. Zu 13. Und wir werden dasselbe Spiel wieder machen. Laufen lassen den Matt Forte. Zeit von der Uhr nehmen. So. Kackegal, dass er es First Down nicht geschafft hat. Denn jetzt verlassen wir uns auf den Kicker. Denn der hat jetzt die Möglichkeit, uns hier den Sieg zu bescheren. So ist es. 23-13. So. 14 Sekunden sind es noch. Was drücke ich denn jetzt hier? 17 Sekunden sind es. Also da muss ich nur noch aufs Knie gehen, dann ist das Spiel auch hier gegessen. Man muss clever spielen, Freunde. Ich möchte jetzt hier kein Interception oder sonstiges machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, zack, Quarterback Knee und schön die Victory Formation an der 47. Und das bedeutet, dass wir wieder mal in der Week 9 einen Sieg haben. Also jetzt sind es 6 Siege, Freunde, 3 Niederlagen. Richtig, richtig gut. Und ja, Rushing Offense, 39 Yards. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, Freunde. Das wisst ihr selber. Aber dafür heute richtig gut gepasst. Ein Touchdown-Pass war dabei mit dem Screen-Pass. Nee, und der Stewart mit dem Catch. Also Quarterback-Rating 62,5. 292 Yards, 2 Touchdowns. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, meine Damen und Herren. Und das war es von Woche 9. Wenn euch das Video gefallen hat,
Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare und zeigt mir durch ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und Freunde, bitte bewertet mal bitte diesen Playcall von dem Computer. An der einen Yardlinie 6 Sekunden auf die Uhr, 2 Timeouts. Für ein Field Goal. Ja, Freunde, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter, haut rein und tschaußen.